Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video hier von mir auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch wieder die Schiffe vor, diesmal mit einem abgedateten Chip-Specs. Für jeden, der dieses Video später guckt, heute ist bei mir der 22.11.2013, also das ist natürlich noch eine Pre-Alpha-Sache und es kann sich noch etliches ändern. Wir stellen den 300, die 300er-Reihe vor und zuerst mal fällt uns auf, die 300er-Reihe gliedert sich in vier Schiffe nieder. Origin Jumpworks ist der Hersteller und hat folgende Schiffe rausgebracht. Die 300i, ein Touring-Schiff, so die Beschreibung. Also sprich ein Schiff, was man einfach zum Fliegen durch die Galaxis nehmen kann, egal was man gerade machen möchte. Das ist so ein Allrounder, er kann nichts perfekt, aber dafür einiges ganz gut. Ja, auf jeden Fall so ein, ja, wie gesagt, die Origin-Reihe ist so ein bisschen der BMW des Weltalls, so sagt selbst Chris Roberts. Und ja, dementsprechend ist das halt auch so ein Schiff, womit die meisten nachher, womit die normalen Bürger schon fast wieder rumfliegen können. Und ja, ein schönes Schiff. Gehen wir aber weiter zu 315P, dem nächsten Modell von Origin Jumpworks. Ist ein Exploration-Ship und natürlich Exploration, Erkundung, ja, klar. Also, es dient eigentlich mehr oder weniger zum Erkunden. Und nicht so sehr zum normalen Rumfliegen. Es ist halt, ja, zum Erkunden da. Unterscheidet sich allerdings relativ wenig im Vergleich zu 300i. Allgemein unterscheiden sich die Modelle relativ wenig in den einzelnen Sachen. Wir gehen aber darauf später nochmal ein. Die 325a ist dann das Schiff, was ich habe. Und das ist ein Interdeception-Schiff. Interdeception. Ach Gott. Bäh. Also auf jeden Fall auf zu Deutsch ein Abfangschiff. Und das ist natürlich für militärische Zwecke eher gedacht, aber man kann natürlich auch Piraten und Co. oder Kopfgeldjäger verwenden. Ich denke, das wird ein beliebtes Schiff unter Kopfgeldjägern vor allen Dingen werden. Es ist schnell, es ist wendig und ja, die 325A eben die Kampfversion. Und zum Schluss haben wir die 350R. Das ist ein Racing-Ship und ich gehe davon aus, dass das einfach damit gemeint ist, dass dieses Schiff das schnellste Schiff von der Reihe ist. Ja. Die ganzen Schiffe sind so ein bisschen definierbar als kleine Jäger, die sehr komfortabel da sein sollen. Wie gesagt, die BMWs des Weltalls, so Chris Roberts, ja, das ist halt ja ein bisschen luxuriöser alles. Wenn man sich reinsetzt, dann können, dann werden die Sitze sich drehen und alles. Und wenn man also sich hinsetzt, und es ist halt alles ein bisschen luxuriöser und komfortabler. Die Gewichtszonen liegen zwischen 17.000 und 23.000 Kilogramm, wobei man sagen muss, dass mit 21.500, 23.000 und 20.000 die Origin 300, Origin 315P und Origin 325A relativ nah beieinander liegen. Gut, der Sprung von der Origin E zu Origin 315P ist nochmal krass. Also die 315P ist definitiv die schwerste mit 23.000. Die leichteste ist die 350R, die Racing Origin. Sie beträgt gerade mal 17.000 Kilogramm und ist damit halt wirklich ein sehr leichtes Schiff im Vergleich zu den anderen. Dementsprechend wahrscheinlich auch die hohe Geschwindigkeit. Allerdings wirkt sich das natürlich auch nachteilig auf andere Sachen aus. So können die Origin-Schiffe 5 bis 8 Tonnen tragen, wobei man auch hier sagen muss, alle können 8 Tonnen tragen, bis auf die 350R. Diese kann nur 5 Tonnen tragen. Gut, das ist natürlich der Nachteil daran, wenn sie so schnell ist. Sie kann weniger Cargo mitnehmen. Ihr solltet also, wenn ihr schnell kleine Frachten transportieren wollt, könnt ihr vielleicht auf die 350R springen. Aber ich denke, wenn ihr nicht gerade ein Cargo-Ship nehmen wollt, ist die 350R, hat die eigentlich nur eine Tragfläche für eben eure Bewaffnung und so, und ihr wollt halt damit schnell unterwegs sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein ziemlich gutes Schiff für Piraten sein wird, denn wir bedenken, ja, schnell hin, schnell schießen, schnell weggehen. Das ist so ein Ziel von Piraten. Dann, wenn ihr lieber ein bisschen handeln wollt mit der 300, würde ich euch empfehlen, vielleicht die 325A beziehungsweise die 300i zu kaufen. Die haben im Gewicht jetzt zwar etwas mehr, können allerdings 8 Tonnen tragen, was halt doch 3 Tonnen mehr sind. Das ist halt dann, das kann ja dann schon nachher sinnvoll werden, wenn es dann ein bisschen mehr reingeht. Gut, ansonsten gibt es nur noch zu sagen, dass sämtliche Bauarten, egal welche ihr also wählt, nur einen Sitz beinhaltet. Ihr könnt also nicht mit eurem Freund da drin sitzen und einer schießt, einer verfolgt. Und ja, deswegen natürlich ganz klar ein Einmannschiff. Allerdings hindert natürlich niemanden es daran, wenn ihr mit eurem Freund zu zweit nebeneinander herfliegt. Also zwei Schiffe praktisch.
Gut, das war es eigentlich auch schon wieder. Es war eine relativ schnelle Runde, aber ja gut, was gibt's auch momentan groß zu diesen Schiffen zu sagen? Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, zu den Schiffen, wo ich was zeigen kann, werde ich es auch machen, wenn ich in die Schiffe reinlaufen kann und so. Mein Problem ist, ich bin beim wahrsten Sinne des Wortes kein Geldscheißer und kann mir natürlich nicht jedes Schiff kaufen. Ich hätte natürlich gerne mehr Schiffe, aber das ist einfach schlicht und ergreifend nicht möglich für mein Budget. Und ich denke, den Rest werdet ihr dann halt mit Bildern auch gut verkraften. Also die Aurora wird es noch mit Videomaterial geben. Danach gibt es Bilder von den Schiffen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Mein Name ist Light Over and Out.